Ein wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Ich begrüße euch an einem neuen Freitag zu einer neuen Special-Folge aus Muttis Garten. Zu Barbecue Madness. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das Erste, was ich mache, ich setze mich einfach mal hin. Das ist auch ein Grund, warum ich sitze. Und schon mal zwei Bierchen auf. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Willkommen zurück. War das Intro wieder zu kurz? Freshman wollte ich sagen. Aber der Markus ist auch übrigens wieder hier. Genau, das mit dem Winken hat er schon raus. Der Markus ist ja ein Kumpel und Kollege von mir, der gerade hier ist, um auch mal ein bisschen die Beine hochzulegen und einfach mal nichts machen zu müssen. Das gönne ich ihm natürlich. Hey, alles durcheinander. Markus, wir machen heute mit den Leuten zusammen, beziehungsweise für die Leute da draußen, ein unglaublich leckeres Rezept, was man mit unserem Travel Grill Jones, den wir natürlich auch wieder am Start haben. Deswegen habe ich mich für Vietnamese Child Chicken entschieden, liebe Leute. Das ist eine Abwandlung eines Ginger Chickens. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Rezept. Blende ich hier unten mal ein, wie das heißt. Ich kann es eh nicht aussprechen. Oder warte mal. Kalkugang. Ja, irgendwie so müsste das heißen. Und das machen wir heute. Ich mache eine Abwandlung. Ich habe aber sehr viele schöne Sachen mitgebracht, die so ein bisschen traditionell sind, aber auch ein bisschen weit ab des Schusses. Denn ich habe, wie ihr hier seht, auch Gochujang heißt das, glaube ich. Das ist koreanische Chili-Paste und ich habe auch ein bisschen koreanische Miso mit am Start. Mr. Wespe, du musst mal bitte weggehen hier. Ja, danke. Da geht es vor allen Dingen um die Marinade. Star des Ganzen ist hier gut abgedeckt, damit die Mr. Wespe nicht drankommt. Ein wunderbares Stück maisgefüttertes Hühnchen, Leute. Da nehmt auch gutes Fleisch, wie immer. Das ist jetzt ein Huhn. Das habe ich vom Markt mitgebracht hier in Berlin. Zweimal der große Bund hier. Und das ist La Belle Rouge. La Belle Rouge können wir unten auch nochmal einblenden. Ist quasi die höchste Gütequalität eines französischen Hühnchens. Eine kleine Überraschung gibt es nachher auch. Ich höre das. Markus, hörst du das auch? Hör mal. Welches? Ja, du hörst es noch nicht. Aber vielleicht die Leute da draußen. Wir werden darauf zurückkommen. Okay, Leute, ihr nehmt euch hier einfach so einen schönen Messbecher oder irgendwie sowas. Und dann ist es relativ simpel. Ich nehme hier ein bisschen was von dem Miso. Machen wir mal direkt zuerst rein. Das ist immer so ein bisschen abgedeckt. Boah, das riecht so gut, ne? Naja, Sojabohnen. Packt mal ein bisschen rein, Leute. Ihr seid die Architekten. Ich schreibe euch unten auf jeden Fall ein Rezept hin, was hier ungefähr alles drin ist. Wie ihr es dann zu Hause macht, ist eurem Architektentum geschuldet. Okay, wir haben Sojasauce. Wir haben ja auch ein bisschen Hähnchen, also es war ein komplettes Hähnchen. Deswegen haue ich da mal viel rein. Das ist jetzt übrigens eine helle Sojasauce, Leute. Leichter, es gibt auch glutenfreie Sojasauce, könnt ihr alle rein machen. Gleiches gilt für die Fischsoße, Leute. Fischsoße für viele Leute mega, mega eklig, weil die halt aus ja quasi Fischresten oder Fischkarkassen wird halt vergoren. Ist im asiatischen Raum aber das Würzmittel überhaupt. Die haben kein Salz oder so, natürlich haben sie auch Salz, aber meistens wird halt Fischsoße benutzt. Und die hat halt diesen fischigen, aber unglaublich salzigen Geschmack. Und da, Leute, kauft Fischsoße, die so hell wie möglich ist. Also nehmt mal so ein paar raus und haltet die so gegens Licht. Denn je heller die ist, desto frischer ist die. So, und da angespritzt. Jo, da würzt sich ordentlich mit. Nicht zu viel, denn die Sojasauce hat natürlich auch schon ein bisschen Salz, aber ich finde diesen salzigen Geschmack einfach ziemlich gut. Die Chili passt. Ihr könnt auch Chili Flakes nehmen, wenn ihr das nicht bekommt oder nicht mögt. Auch sehr lecker, aber dieser Gochujang, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Sag nochmal. Gochujang. Gochujang. Bitte. Mega lecker. Hat aber auch ordentlich Antritt. Das ist diese Ingwerpaste. Wenn ihr die nicht bekommt oder keinen Bock drauf habt, nehmt euch einfach frischen Ingwer, wascht den ein bisschen ab und hobelt den einfach über eine Reibe. Ihr müsst ja gar nicht die Schale abmachen. Okay, so. Für die Süße, Leute. Palmzucker. Es gibt viele Rezepte. Ich glaube auch, es gibt Lemongrass Chicken und auch diese Anlehnung hier, Ingwer Chicken.
Wird erst ein Karamell daraus gemacht, Markus. Das heißt, es kommt in die Pfanne, wird ein Karamell gemacht aus dem Palmzucker und dann wird er angebraten mit Schalotten und noch ein paar anderen Sachen. Dann wird er zurück in den Topf gegeben, das Hähnchen rein. Da wir jetzt aber ein komplettes Hähnchen machen und indirekt garen, mache ich kein Karamell. Ich verrühre das hier gut, weil in der indirekten Hitze, und wir gehen auf 200, könnt ihr euch schon mal aufschreiben, Leute, wir gehen so auf 220 Grad, also schon relativ hoch, damit die Haut auch wenigstens ein bisschen anknuspern kann, ist das eh so heiß, dass ich in dieser Mischung auf der Haut und auf dem Fleisch wird es eh karamellisieren. Deswegen lasse ich diesen Schritt hier. Markus ist ein Süßer, deswegen mache ich jetzt auch noch so einen Schuss von deiner Hausmarke rein. Oh, die flotte Biene. Kleine flotte Biene. Dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Limetten. Das ist gar nicht so schlecht hier im Sitzen, Markus. Ich fühle mich schon wieder so ein bisschen wie Jamie Oliver. Yeah! Ich finde es nur schade, dass wir deinen Astralkörper heute nur zur Hälfte sehen können. Ja, ich glaube, die Views werden jetzt hochgehen. Um die Hälfte, wenn man mich nur halb sieht. Wenn man mich irgendwann mal gar nicht mehr sieht, dann werden wir wahrscheinlich die besten Views haben überhaupt. Also, Leute, was der Markus damit sagen wollte, ist natürlich, jetzt ist Zeit, wie ihr hier unten seht, ihr seht uns rumlaufen. Lasst ein Subscribe da, würde uns freuen. Hittet, schlagt den Like-Button. Hier unten ist der, ne? Hilft uns sehr, ne Markus? Wir sind bedürftig. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Das letzte, was jetzt hier noch fehlt, ist das Five Spice. Das ist eine ganz, ganz traditionelle Gewürzmischung. Anis, Fenchel, Sichuan-Pfeffer, Nelken und Zimt. Da haue ich auch ein bisschen von rein. Macht da erstmal ein bisschen weniger. Weniger ist mehr. Könnt ihr mal noch nachlegen. Und natürlich war nicht das Letzte, weil was vergesse ich immer in fast jeder Folge? Den Bacon. Hörst du es? Hörst du das Lied wieder? Ich höre es. Hörst du es jetzt? Ja. Hörst du jetzt? Ja. So, ein bisschen Knoblauch reingehobelt. Markus, jetzt haben wir natürlich... jetzt haben wir natürlich gar keinen Foodporn gemacht, aber wir holen das jetzt nach, wenn wir das Hühnchen marinieren, würde ich sagen. So einen ganz kurzen. Und wenn ihr das mariniert habt, wir packen das hier wieder in so Beutel. Dann stellt ihr das für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, besser über Nacht. Da seid ihr die Architekten. Gut, Markus, ich verrühre das jetzt hier nochmal und du kannst währenddessen in den Foodporn gehen. Und go! So Leute, fachmännisch gebondaged. Wir gehen jetzt bei uns auch für eine gute Stunde in die Kühle, wie man so schön sagt. Dann kümmern wir uns auf den Grill. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Wir haben jetzt eine Seite vorgeheizt. Also die Seite ist an, die Seite ist indirekt, also nicht an. Und natürlich müssen wir jetzt noch checken, ob wir ungefähr bei den 220 Grad sind, die ich vorhin angesagt habe. Und da, Leute, jetzt Achtung, hier Trommelwirbel, Tusch. Ich habe einen kleinen Teaser. Wow. Leute, ich weiß nicht, ob ich so viel zeigen darf schon, aber ich mache es einfach. Ich zeige einfach mal was, Leute. Also ich messe jetzt auf jeden Fall mal, vielleicht wisst ihr noch nicht, worum es sich handelt, aber ich messe jetzt einfach mal Temperatur kurz. Warte mal, ich kipp dir das mal zu dir hier, guck mal. Das sieht gut aus, das geht hoch. Markus, jetzt musst du aber wieder wegschalten, weil ich darf nicht zu viel zeigen, wurde mir vom Chef von Bernhard gesagt. Dazu, Leute, finde ich ziemlich geil, dazu mehr in Kürze. Also, Markus, hast du das drauf? Ist alles drauf, alles drauf. Sehr gut, sehr gut. Ich lege, das hier sind die Hühnerbrüste, die lege ich ein bisschen an die Seite, da kommt ein bisschen weniger Hitze hin, denn Leute, die Hühnerbrüste sind immer zuerst durch und die Hitze ist ja hier, ne? Also da ist ja heiß, oder seht ihr auch schon den Leidenfrost-Effekt, deswegen lege ich hier die etwas, die Hühnerteile hin, die etwas länger brauchen, so ein bisschen als ja, Barriere sozusagen. Weil die wenigste Hitze ist hier an der Seite. Das Schöne ist, wenn ihr nicht ein komplettes Hühnchen macht, sondern halt so wie wir jetzt gerade Hühnerstückchen, könnt ihr die Hühnerbrüste natürlich, oder solltet ihr die Hühnerbrüste natürlich vorher rausnehmen. Die packen wir auch noch drauf. Ist ja ein großer Grill. War Markus? Ja, ich habe noch eine Frage, Freddy. Ja, oh. Ausnahmsweise. Ist hier seit heute Morgen, aber überlegt. Ne? Genau, sehr lange gebraucht. Ja. Der Leidenfrost-Effekt, den hast du gerade erwähnt. Was ist das? Haben wir hier gesehen, können wir vielleicht nochmal einblenden. Das ist, wenn Flüssigkeiten oder beziehungsweise Wasser macht man es meistens fest, auf eine sehr, sehr heiße Oberfläche trifft, die, glaube ich, ich blende es hier unten mal ein, genau, glaube ich, über 300 Grad oder 320 Grad heiß ist, dann entwickelt sich eine Dampfsperre. Das heißt, das verpufft so schnell,
auf der heißen Fläche, dass sich so eine Dampfsperre bindet, also so eine Dampfschicht, die den Rest des Wassers quasi anhebt, wie so ein Hovercraft, und diese, die Kügelchen tanzen lässt. Das ist der Leinfrost-Effekt. So Leute, das machen wir jetzt zu. Das dauert circa... Hühnerbrüste werden natürlich ein bisschen weniger brauchen. Ich schätze mal so, ja, halbe Stunde, 20 Minuten, der Rest vielleicht 10, 15 Minuten mehr. Den Sud, den wir hier haben, nicht wegschmeißen, den machen wir gleich auch noch. So Leute, da wir jetzt messen können, weiß ich, dass es kurz vor knapp ist, dass wir die beiden Sachen rausnehmen können. Ich habe die Brüste hier so ein bisschen verlegt, Leute, einfach weil die dann doch relativ seitlich lagen und ein bisschen mehr Hitze abbekommen hätten können, was sie damit auch getan haben. Wir machen jetzt eine Sache, und zwar, Leute, ihr hört's, Markus, jetzt hörst du es auch, und es wird immer lauter. Ich höre es dahin kommen, Leute, es ist endlich wieder soweit. Bacon ist am Start. Und dafür nehmen wir unsere neue Fajita-Pfanne, oder wie ich immer sage, unsere neue Fajita-Pfanne, und lege diese Fajita-Pfanne hier rauf, denn diese passt unglaublich gut, als hätte da jemand mitgedacht, auf unseren Jones Klappgrill. Hier ist also die heiße Seite, hier die indirekte Seite. Markus, unser Gameplan, wenn wir hier mal machen, Gameplan für jetzt ist, die sind fast fertig. Ich nehme die runter und lass die ein bisschen an der Seite liegen. Wir machen hier den Bacon einmal heiß, nehmen den Bacon auch raus, hauen die restliche Marinade in das Baconfett, lassen das mit ein bisschen Honig andicken. Dann lege ich die Hühnchenteile da wieder rein, lasse die noch die letzten 1-2 Minuten da drin richtig gar ziehen. Dann stellen wir es auf den Tisch, denn dazu gibt es diese schöne Holzunterlage, wo wir die Fajita-Pfanne dann draufstellen können. Und dann haben wir, glaube ich, hier das geilste Grillen in der ganzen Straße hier im Amselweg. Also Frühlingszwiebeln, Koriander, den geilen Bacon und ein bisschen Limette. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir das Hühnchen hier rausholen. Oh ja, ich habe es noch mal ganz kurz hier auf die Hitze gestellt, in den direkten Bereich. Jetzt drehen wir das alles mal noch mal schön um, Markus. Oh, die Soße ist richtig, richtig eingedickt, klebt, sticky. Kommt übrigens auch dazu, zu der Fajita-Pfanne, Leute. So, stellen wir das hier mal aufs Fajita-Brett. So Leute, also, wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Markus, riechst du? Ich schaufel dir mal ein bisschen rüber. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist hier zu belegen. Hier haben wir die Schalotten, die Frühlingszwiebeln, einfach so ein bisschen drüber gestreuselt. Und Leute, ich sag euch, den Sud, holt euch irgendwie ein geiles Brot oder so. Es ist, den auszulöffeln, ist der Endgegner. Ein bisschen Koriander, da seid ihr die Architekten, wie viel von allem drauf macht. Ich mag's gerne. Immer ein bisschen mehr, ein bisschen Limettensaft drauf, Markus, und dann geht's auch schon ans Probieren. Und ich würde sagen, heute bist du der Erste, der probiert. Hui, also freue ich mich. Switch it. So, wo ist der Markus? Er ist Urlaub, muss ich alles selber machen hier. Da ist er ja. Hallo Markus. Hi. Mach dir so ein bisschen von dem Five Spice noch drauf. Riecht gut. Hast du sowas schon mal gegessen? Niemals. Okay. Bin mal gespannt, ob du es nachmachen würdest. Dann leg mal los. Also es sieht auf jeden Fall fabelhaft angerichtet aus, Freddy. Sehr, sehr lecker. Danke. Konsistenz richtig gut vom Hühnchen. Mhm. Merk aber auch einen leichten Crunch an der Haut noch. Mhm. Sojasauce bzw. Fischsoße, hast du ja vorhin erzählt. Die schmecke ich auf jeden Fall ganz deutlich. Selten so ein geiles Hühnchen gegessen. Würde ich mir auch was von eintuppern, ehrlich gesagt. Ja? Ja, nehme ich mit. Ja, komm, dann mache ich das für dich nachher. Ach, schön. Okay, liebe Leute, wir schließen dieses Video mal wieder in dieser Manier. Ich habe eben schon probiert. Ich finde es auch ziemlich lecker. Macht's gerne mal nach. Wir sagen ciao, bis nächste Mal. Saubi. Und zu einer nächsten Folge Barbecue. Madness. Oh, der hat's raus. Ciao, Kakao. Subscribe, yeah! Koshujang.